Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Ja, ihr seht schon, wir sind immer noch auf dem Planeten Gaspar, aber eigentlich nicht mehr lange, denn in der letzten Folge habe ich ja quasi die restlichen Hirne eingesammelt, aber mir haben noch ein paar welche gefehlt. Deswegen habe ich die jetzt auch wirklich privat eingesammelt. Das waren jetzt nur die letzten drei. Ihr seht schon, ich habe die jetzt auch eingesammelt. Und falls ihr fragt, wo die letzten Hirne befanden, die waren wirklich laut Karte genau hier hinten. Genau die zwei Blöcke außerhalb. Dort waren die restlichen Hirne. Hätte ich echt nicht gedacht, aber naja, jetzt habe ich auch wirklich alle Hirne eingesammelt. Jetzt kann ich gegen Bowls tauschen und ich bekomme jetzt auch dieses nette, feine Apparat. Du hast sie alle gesammelt und jetzt erstelle ich meine Armee. Du meinst, du nutzt sie zugunsten der Plaggemeinschaft? Ja, klar. Mach dich auf etwas gefasst, Daryl. Klaust mein Thunfisch-Sandwich aus dem Kühlschrank. Da hast du dich mit dem falschen Plagg angelegt. Okay, interessant. Ich habe dir einen nützlichen kleinen Apparat gebaut. Schlag mit dem Schlüssel zu und der Kistenbrecher zerstört alle Kisten um dich herum. Dann kannst du von viel weiter weg Bolts aufnehmen. Das ist fast so praktisch wie ein Telepathopus hören. Also, ich hatte doch recht gehabt. Das ist eher für den Omnischlüssel. Okay, ja, das kennt man ja auch schon aus dem alten Teil. Gut, das heißt auch wiederum, ich habe hier auch wieder fast alles erkundigt und alles erledigt. Ihr seht schon selbst, die Missionliste komplett alles voll. Übrigens, beim privaten Durchlauf, besser gesagt, wo ich die Hirne gesammelt habe, habe ich auch einen weiteren Goldball bekommen. Deswegen steht jetzt auch bei mir 10 von 28. Aber ich bin noch nicht fertig, weil laut Karte ist noch hier ein Gebiet, was ich noch erforschen muss. Und das will ich noch unbedingt machen. Und ja, man sieht schon, hier ist ein Goldbolt, aber wie bekomme ich den? Die Frage ist eher, wo genau muss ich hin? Obwohl, hier bin ich ja schon auch richtig. Muss ich hier hin? Nee, da komme ich ja wieder zurück. Was genau muss ich denn hier machen? Ich kann doch jetzt nicht einfach nicht da lang gehen. Seht ihr, das ist ja gesperrt. Was übersehe ich denn? Es muss doch bestimmt einen geheimen Eingang geben. Vielleicht muss ich vielleicht den Weg folgen. Ah, guck mal da, Leute. Schaut mal, da ist ja etwas. So, ich brauche irgendwo eine Tankstation, aber ich glaube, hier ist keine. Okay, das schaffen wir noch. Jupp, das hätten wir. Da, Leute, guck mal. Durch die Magnetstiefel, die wir jetzt haben, können wir eigentlich das jetzt betreten. Und ich glaube, so bekomme ich jetzt auch den letzten Gold Bolt. Okay, hier müssen wir schon aufpassen. Ratchet und Clank wichen Gefahren aus und gelangten in das geheime Versteck der Blark, weil Erkunden Spaß macht. Allerdings, das macht ja auch wirklich Spaß. Kommt was? Kommt echt nichts? Okay. Wow, das war echt knapp.
Oh Gott, ey. So, Jägerwerfer. Okay, gut, das hätten wir auch schon mal. Und drei. Alter, Alter, wie viel ist das denn noch einer? Das war jetzt gerade echt fies. Komm, ich will jetzt nach oben. Ich will jetzt auch nicht ewig auf diesem Planeten sein. Okay, und wo sind wir genau jetzt? Ah, okay. Da-da-da-da-da-da. 11 Gold Balls, geil. Das heißt jetzt auch wiederum, wir haben jetzt alles erkundigt und alles gemacht. Sehr schön. Ja, das heißt auch, wir können jetzt endlich diesen heißen Planeten verlassen. Auf zu einem neuen Planeten. Ganz genau, das wäre jetzt der Planet Batalia. Reise zu fort und gleite über die Schiene. Und dort gibt es auch insgesamt 3 Gold Balls. Na dann, auf geht's, würde ich mal sagen. Okay, Leute, da sind wir. Bataillons. Oh mein Gott. Hier wimmelt echt hier eine fiese Schlacht herum. Und kleiner Funfact, dieser Planet kennt man ja eigentlich auch schon aus der Originalversion, der Planet Batalia. Aber hier gibt es schon eine krasse Veränderung. In dieser Version, wie ihr sehen könnt, schneit es. Aber in der Originalversion regnet es. Also es ist wirklich komplett nass. Total am Gewittern, stürmisch. Und hier einfach nur Schnee. Da ist das Sternwacht-Abwehrgeschütz. Drake hat es mit einem EMP getroffen. Wir müssen es wieder in Gang bekommen. Okay, das kriegen wir doch locker hin. Die Gegner geortet. Ich empfange ein Infobot-Signal in diesem Sektor. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Allerdings, vor allem diesen Weg gibt es ja auch in der Originalversion. So, Moment. Kann ich auch einmal auf die Karte schauen? Alter Falter, also ihr seht schon. Ist schon jetzt auch eine große Strecke, aber jetzt nicht so groß wie auf Gaspar. Ja gut, ich würde mal sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal das hier benutzen. Wir können ja erstmal diesen Weg benutzen. Moment mal, was ist denn hier? Aber ich weiß wirklich nicht, wo jetzt welcher der richtige Weg ist. Ich habe so das Gefühl, ein Weg führt mich direkt zum Goldbolt. Ich glaube, ich habe den jetzt echt verpasst. Kann das sein? Ja. Starkora, haltet sie auf, solange ihr könnt. Ratchet, Grimm hier.
Hab deine Abenteuer verfolgt und freue mich wirklich sehr für dich. Hör mal, vielleicht habe ich dir ja schon erzählt. Ich habe einen Bruder auf Pokitaro. Sein Name ist Felton. Wir reden selten, weil er nämlich ein ziemlicher Faulpelz ist. Aber heute früh ist ein Notruf von ihm eingegangen. Er sagt, Drake hat Pokitaro mit diesen Hydro-Ernter-Dingern angegriffen. Die Blag wollen wohl das Wasser ihres Ozeans. Ich wollte die Schutztruppen rufen, aber Captain Quark verwies mich bloß an seinen Agenten. Könntest du bei Gelegenheit mal bei ihm vorbeischauen, ob alles okay ist? Danke, Kleiner. Ich bin stolz auf dich. Okay. Geil. Jetzt haben wir, glaube ich, neue Koordinaten für den Planeten Pokitaro bekommen. Ja, also auch ein Planet, den wir schon bereits aus der Originalversion kennen. Ach, dieser Planet ist einfach wunderschön. Wir müssen in die Stadt und den Schutztruppen helfen, die Sternwacht zu schützen. Ja, aber ich sehe schon, hier ist wieder eine Holokarte. Ist das die Rieder? Ich glaube, das war jetzt auch hier die Rieder. Ich will es eigentlich unbedingt gerne haben. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie? So, ich sollte jetzt, glaube ich, genau hier bleiben, jetzt auf dieser Strecke. Ja, das sieht schon mal gut aus. Es war wirklich nur für eine Holokarte. Satz vervollständigt. Okay, wir haben einmal den Blag-Schnaggelmonster. Ach nee, ich will noch zu der Kartensammlung. So, dann hatten wir noch so einen Charakter. Hier genau, Ace Heartlight. Kennt man ja eigentlich auch aus Ratchet Gladiator. Übrigens, eigentlich hat man ihn auch noch in Tools of Destruction gehört. Also jetzt nicht persönlich, aber man hat ihn quasi angeteased in Tools of Destruction im Gefängnis. Die Söldnerin und Grün. Das waren unsere Begleiter. Ja, vergess es. Ich will keine neue Waffe. Ich will erstmal hier Muni. Oh, Leute, schaut mal, er hat eine neue Waffe, den Aggressor. Auch eine geile Waffe, aber schaut mal auf den Preis. Nee, aber also da werde ich jetzt auf jeden Fall sparen. Da muss ich jetzt nur hier wirklich mal sparen. Okay, das heißt, wir haben jetzt das Gebiet komplett erkundigt. Dann jetzt haben wir noch ein Gebiet zum Erkunden. Ach, da ist sie sogar! Habe ich echt nicht gedacht. Kurze Warnung an meine fleißigen Angestellten. Eine Nichtzerstörung der Sternwacht führt automatisch zur Entlassung von Drake Industries. Tja, dachtet ihr, ich hätte etwas übersehen? Da, 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 da. Mein zweites Goldboot. Und hier sind noch ein paar Kisten. Ah, das war vielleicht keine so gute Idee. Oder auch doch. Komme ich überhaupt hoch? Ja, ich komme natürlich hoch. Was haben wir hier? Achso, das war doch ein alternativer Weg. Ich finde es so schade, hier können wir leider nicht unser Hydro-Pack benutzen, weil hier gibt es keine Tankstation. Deswegen ist das leider hier nicht möglich. Ich weiß, wir können jetzt unser Dietrich jetzt hier benutzen, aber guckt mal, Leute. Das ist schon etwas knifflig und das würde ich gerne lieber euch ersparen. Das mache ich lieber hier privat, weil wir auf dem Planeten zurückreisen müssen. Das war jetzt doof. Das war jetzt wirklich doof. Genau das hier wollte ich machen. Sie kommen aus dem Schnee. Halt! Wieso sind Sie noch nicht erledigt? Muss ich ein Exempel an einem von euch statuieren, damit ihr begreift, wie ernst die Lage ist? Enttäuscht mich nicht. Wir müssen die Brücke ausfahren. Spring auf die Bootkurbel. Ja, Cora. So, Mr. Zucker und dann tanzt für mich. Yeah, woo!
Und Stufe 2. Na bitte. Ach, ich hasse die jetzt schon. Warum bin ich gleich tot? Alter! Was ist denn jetzt hier los? Okay, Moment mal. So Plasmastürmer. Meine Fresse. Ist hier wieder so ein Erzeuger oder warum kommen jetzt so kleine, miese Roboter? Die sind alle echt ungeduldig. Leute. Benimmt euch mal. Er will mal in Ruhe mal was erkunden und schon wird er hier sofort angemeckert. Ach du meine Fresse. So, tanz für mich. Ja, selbst ein Panzer kann tanzen. Erledigt. Gut geschossen. Ich wette, sowas konntest du auf Felden nie tun. Naja, wenn du wüsstest, was ich eigentlich davor alles erlebt habe. Habe ich so einiges überlebt. Aber da es ja hier nur ein Reboot ist, muss ich leider sagen, ja, du hast leider recht. Ach, ich mag einfach diese Musik. So, 13 Bolts. Ich meine natürlich Gold Bolts und nicht einfach nur Bolts. Ja, genau, sie kann jetzt einfach hier fliegen und ich kann nur mit meinem Helipack fliegen. Ziemlich unfair. Ich vermute, Eis ist kein natürlicher Lombards Lebensraum. Sehr witzig. Und los geht's. Wow, die Verstärkung ist da. Wo ist mein Jägerwerfer? So, verzieh dich! Ey, ich sagte, verzieh dich! Ey, Alter, ich treff den! Ne, macht die keinen Schaden. Oh Gott, ey. Alle sollen tanzen! Hochgehende Wochenende! So, der Panzer ist auch erledigt, aber... Alter! Boah, ich hasse das immer, wenn die hier wirklich unter der Erde verstecken. Ey, Kumpel, ich sehe dich. Ich bin nicht doof. An alle Truppen. Laut Personalabteilung kann ich euch weder feuern noch eliminieren, wenn ihr beim Vernichten der galaktischen Schutztruppen versagt. Also führen der Vorstand und ich einen kleinen Mitarbeiterbonus ein. Der Blag, der den galaktischen Schutztruppen ein Ende bereitet, erhält eine All-Inclusive-Reise zum dritten Halabash-Ring. Partys, Dinnerkreuzfahrten durch den Orbit. Angeblich gibt es dort sogar Kochkurse. Das hört sich ja nicht so schlecht an.
Diese Lasertürme könnten ein echtes Problem werden. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Geh du vor, ich gebe Deckung. Okay, alles klar. Aber wir sehen schon den anderen Weg. Und gut, dass ich auch schon meine Magnetstiefel habe. Alles klar. So, erstmal hier alles voll machen. Und weiter geht's. Weil Zeit haben wir noch. Ja, aber ich glaube, wir wissen alle, was sie genau macht. Weil wir haben doch gerade auch bei einem Planeten auch schon erfahren, er guckt Sport. Und das ist eine wichtige Angelegenheit? Ach, Captain Quark. So, so Zuckern und Attacke. Ach, so ist das also. Aha, aha. Er gönnt sich einfach Massage. Ja, aber ist voll total verständlich, ne? Also, es ist wirklich schwer, Termine einfach zu verschieben. So ist er also. Ja, ich sag's euch, also Captain Quark ist einfach ein Geizkragen. Ja, halt mal deine Fresse, Cora. Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Guck mal, hier ist wieder ein Goldbolt. Komm, nochmal. Jawohl. Und nochmal. Boah, ja, ist ja gut, Cora. Meine Fresse, ey. Und wie ich bereit dafür bin. Legen wir los. Ach nein, nicht wieder die hier. Ah, verdammt, ich habe keine Muni. Oh Gott. Und Stufe 4. Jawohl. Und der zweite ist auch erledigt. Monatelanges Training unter Victor von Ion. Und ihr werdet mit ein paar galaktischen Konstrukten verdient. Wo bleibt euer Mut? Wo bleibt euer... Ach, da oben ist ja noch Ranitarium. Und hier ist noch so ein Erzeuger. Okay, die Luft ist rein. Auf zum Sternwacht-Abwehrgeschütz. Komm schon, mach diese Tür auf. Ja, Cora, Alter, halt mal bitte deine Fresse, ja? Ich bin auch nicht so schnell. Ich sag's euch, die sind echt ungeduldig hier. Was soll das? Ziemlich unhöflich. Wir sind beim Abwehrgeschütz, aber offenbar ist das System gesperrt. Wir müssen dieses Ding wieder aktivieren und zwar schnell. Das Schloss hat eine erhöhte Kanzlos aus. Hervorragend. Teste jetzt die Aktivierungsfunktion. Perfekt. Und denk dran, ab jetzt diese neue Funktion zu benutzen. Okay, das ist schon cool. So, ich muss erstmal hier gucken.
Achso, das können wir nur drehen. Also, da ist nichts. Irgendwas stimmt hier nicht. Also, da stimmt hier irgendwas echt nicht. Ah, okay. Ah, ich kann nicht nur die Lichter ausschalten, sondern auch die Blöcke. Okay, dann habe ich das schon verstanden. Okay, das kriegen wir auch schon locker hin. Wir schalten diese Kriegsschiffe eins nach dem anderen aus. Wenn das Geschütz bereit ist, Feuer frei. Jetzt machen wir die hier aber wirklich alle Platz. Geschütz bereit. Feuern. Und der erste ist schon mal hin. Herzlichen Glückwunsch. Orte Rakete im Anflug. Setze die Ionenkanone der Sternwacht gegen diese großen Schiffe ein. Sternwacht, Ionenkanone schussbereit. Treffer bestätigt. Sternwacht, Ionenkanone bei 25%. Ich wollte schon sagen, ich dachte, wir hätten es nicht geschafft. Besser gesagt, ich hätte ihn nicht getroffen, weil er ziemlich weit weg ist, aber nö, ich hab's geschafft. Komm nur noch ein, dann haben wir es. Und wir haben's. Bataille gehört uns. Sie ziehen sich zurück. Wir haben's geschafft. Das hat Drag davon, wenn er sich mit den galaktischen Schutztruppen anlegt. Ja, juhu. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Allerdings. Ja, ziemlich cool. Wir haben Bataille in einer Folge tatsächlich befreit, hätte ich echt nicht gedacht. Ah, geschafft, Kleiner. Wir hören gerade, dass der Rest von Drags Flotte den Rückzug antritt. Elaris, bestätigen. Bestätigt, Brax. Die restlichen Kriegsschiffe fliegen zurück nach Quartu. Das habt ihr super gemacht. Finde ich auch. Ich konnte leider nicht dabei sein. Dafür war ich aber im Geiste bei euch. Wir müssen uns treffen und diesen Blarg zurück nach Quartu folgen. Verstanden, Captain. Dann bis nachher. Offenbar ist alles gesichert. Du hast heute gute Arbeit geleistet, Ratchet. Du auch, Clank. Wir treffen uns dann auf Quartu wieder. Ja, vor allem, ja, na sicher war Quark im Geiste bei uns, von wegen. Er hat einfach nur die Massage gegönnt. Ja gut, Leute, ich weiß, ich sehe gerade auf die Zeit. Wir haben wieder mal ein bisschen leicht übertrieben, aber kommt schon, das war irgendwie schon total wert. Wir haben auch alles erkundigt, würde ich sagen, obwohl hier ist noch ein bisschen grau. Aber ich glaube, das macht nichts. Aber wir haben jetzt auch hier alle Missionen erledigt. Das finde ich echt cool. Und jetzt haben wir wieder zwei Planeten. Einmal der Planet Quartu, wo diese Roboterfabrik ist. Die kennen wir schon bereits. Und dann Pukitaro. Und ich würde vorschlagen, wir fliegen in der nächsten Folge tatsächlich erst nach Pukitaro und dann nach Quartu. Und den ganzen Verlauf oder Ablauf würdet ihr dann bestimmt auch schon kennen. Ja gut, Leute, ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr zu sagen, bis auf, wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, Like dalassen und einen netten Kommentar schreiben, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wie schon gesagt, erneut, wir sehen uns halt das Ganze erst hier in der nächsten Folge bei Ratchet & Clank für die PlayStation 4. Macht's gut, bis bald und haut rein, meine lieben Freunde. Tschüss.